Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video zur SOS-Hilfe auf der KDR gerade mit mir in Ostern TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ich habe wieder ein paar Mods aktualisiert. Ein paar Mods aktualisiert, runtergeladen wieder. Das Mod habe wieder welche. Perfekt, hat 100% gegärt, das ist nur ein Träumchen. Wie viel Milch haben wir denn eigentlich? 1500 knapp. Okay. Wir waren beim Drescher stehen geblieben. Wir haben gesagt, wir verkaufen den Weizen. Ich habe Curse Pen runtergeladen, ich habe wieder auch den Mod. Deinstalliert, wo da das Futter nachfüllt, habe ich auch alles gemacht. Getreidemühle. Na boah, das ist ein Träumchen. So. Ich habe ein ganz cooler, mega Mod mit angenommen, finde ich. Außer Mod habe natürlich. Ich muss sagen, ich achte nicht so unbedingt drauf, was ich da jetzt so runterlade. Ob das jetzt Schlepper. Okay, ist ja einkategoriert, aber. Und zwar ein Skript. Muss man ein bisschen aufpassen damit. Aber ein Skript habe ich schon reingenommen. Ist ja alles neu. Und zwar hier Benutz und Gebrauch. Das ist mir geil, weil da bekommt man immer ein bisschen Rabatte. Das hieß ja zwar nichts im Shop, aber die sind halt schon ein bisschen kaputter, haben 5 Stunden drauf, der Tank ist ein bisschen leer, muss halt komplett neu reparieren, aber dafür ist es um Welten viel günstiger. Wir wollten ja ein bisschen Gerumpels kaufen, so ein kleiner Futtermischwagen oder sowas. Und da bietet sich das halt komplett an. Und ein Grubber muss ja auch eine Fabrik neu kaufen oder so. Deswegen finde ich das eigentlich voll praktisch. Und ja. Deswegen habe ich schon mal reingenommen. Ja, unser Ziel ist ja heute. Wir wollen im dreschen Feld. Das schaffen wir ja auch. Das ist ja gar kein Problem. Die andere Sache ist. Müsste daraus Ballen machen. So. Ach man, ungewohnt, schau, das geht jetzt runter. Dann brauchen wir auch einen Ballenanhänger. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ballenanhänger und ein Futtermischwagen. Und Mist und Güllestreuer. Was? Mist und Güllestreuer? Ah ja. Mist und. Okay, komm mal. Mist und Güllewagen. Güllefass, genau. Das wäre das Wort jetzt stecken geblieben, irgendwie. Kaufen, aber das hat dann ein bisschen Zeit mit Güllefass und Mistwagen. Miststreuer, ach. Können wir erstmal Futterwäscher kaufen. Und. Ein Ballenwagen. Das werden wir auch schätze auch gebraucht kaufen. Weil ist ja relativ egal eigentlich. Ist ja egal, ob er 5 Stunden drauf war, der Wagen oder eine neue drauf, ja. So. Ich hoffe mal, das war auch der richtige Mod, wo ich gerade installiert habe. Weil er stand halt nur. Und zeigt das an, was wenig Wasser, aber ich habe da nichts gelesen, dass der auch auffüllt. Wenn Tiere zu wenig Essen haben. Das habe ich genau gelesen. Aber ich werde jetzt hier mal die Nacht vorspulen. Das jetzt sieht alles der Top aus, aber der hat uns 1.000 Euro gekostet. Und für was soll das denn bestimmt bezahlen, wenn wir ja alles auf Lager hätten, außer Mischration, aber das ist ja auch aufgefüllt. Wir kaufen dann einen Futtermischwagen. So. Lang geredet, eigentlich gar keinen Sinn gehabt, aber ja. Schon mal das so losgeworden, was mir auf der Seele lag. Erst 5 Minuten.
Jo, halt voll. Ist aber nicht. Du hast schon. Nicht zu verwechseln. So. Ich bin gerade erst so viel Folgen, ob ich konnte gar nicht mehr in deiner Ruhe zum Laufen. Auf jeden Fall freut es mich, weil jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, sagt man so, zum Moment der Aufnahme ist die dritte Folge. Die dritte Folge, doch. Rausgekommen, kommt relativ gut an. Das freut mich natürlich sehr. Ja, freut mich. Naja, wäre ich besser davon nicht liegen lassen und stehen lassen, was weiß ich. Zaun. Walzen. Zaun. Ja, was immer. Nächstes einmal was mitnehmen, oder? Ich mach's wieder. Bing! Dann gehen wir uns umfunzeln an. Das finde ich richtig geil. Ist ja ein echter Aus, ob 80% oder sowas gehen die Umleuchten an. Das ist ja schon cool. Lol. Hä? Warum? Lol. Okay. Das ist jetzt Kontakt hier woanders da. Oder da hinten. Okay, wusste ich auch noch nicht. Bing, 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 bing. So, oh, kann schon rausgefahren werden. So, oh, mit dem Euter. Schubbeli, hubbeli, hubbeli. So, können wir mal kurz gucken. Das Problem ist, an der Beinentasche kommen wir auch so wenig drin. Naja, 16 Jahre dauern, bis wir da gerade gefunden haben. Ist ja eigentlich scheißegal. Jetzt kann auch schon der hier sein. Aber hier, da habe ich schon jetzt 1000 Euro gespart. Da müssen wir mal gucken. Natürlich auch geil, aber das war schon viel zu groß für uns. Ich kann mir gut vorstellen. Ja. Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen da mal nächste Folge sowas mal schauen. Weil wir wollen heute ein bisschen fertig dreschen, auf jeden Fall. Das steht ganz oben auf unserer Liste. Das wollte ich noch sagen, ich habe es vergessen, ich habe verrückt. Ich habe es vergessen, okay. Jetzt habe ich echt einen Faden verloren. Na, Pollewurst. Ich kaufe schon Wasser, bis man nächstes Jahr keine Strohballen machen lässt. Da ist schon viel Stroh. Viel Strohballen. Will ich auf jeden Fall mal so schätzen. Zähne, 20 ist locker. Klar, es sind jetzt nicht so die Brandspanner, dafür schon viel. Ja, dann müssen wir uns mal überraschen lassen. In einer oder zwei Folgen.
muss erst ein bisschen auf die Tube drücken, weil dass wir das Feld hier schnell bestellen können. Also probieren, ansehen. Ich habe auch was ganz Feines gesehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Kategorie das ist. Das Problem ist, in der Diverse hab ich schon viel drin eigentlich. Okay, nee. Dann ist das unter Kategorie. Kategorie. Was ist das, Alter? Eine Waffe. Jetzt ist hier schon beides, ist auch egal. Ich würde euch das schon gerne zeigen, aber ich finde es nicht. Oder ist das unter... Ja, halt. Da noch die Lese. Ja, und Bulldozer, das ist ganz wichtig, dass wir das drin haben. Okay. Wenn nicht. Das heißt einfach, ist eine Drohne. Drohne ist schon was Feines. Oh Gott. Ja, Meister 50% weiß. Eine Drohne ist schon was Feines, muss man schon ganz ehrlich sagen. Also das wird dann gefährlich. Muss ich überlegen. Ich weiß nicht, wie teuer die ist. Die Drohne, dann ich nehme mal für die Drohne. Dann kaufen die. Ist schon geil. Hab das sowas letztes Jahr auf der Architecture gesehen. Das ist schon geil, das war von John Deere. Und da kann ich sagen, was man will. Ist schon geil. Ist generell faszinierend, wie sich so die Landwirtschaft weiterentwickelt. So vor 100 Jahren noch mit Pferden, das wird noch gezogen. Okay, ich meine da nicht, aber vor 200 Jahren noch mit Pferden gezogen oder 150 Jahren, jetzt hier fliegt schon der Drohne irgendwo rum. Ich ja schon krass, wie schnell das schon geht. Macht einen schon fast Angst. Wo ist der Bing? Jo. Abfahrer, komm ran. Ah. Ach Mensch, also ist ja mal jetzt in der Abfahrer nicht. Mensch. Okay, cool, schau, es geht hier auf den Deutschland an CP. Komm. Weil eigentlich ist diese Gebrauchmaschine richtig praktisch, weil jetzt zum Beispiel John Deere, ich weiß jetzt, das ist nur von John Deere ein W30, wird ja nicht mehr gebaut heutzutage. Ist so ein kleiner Drescher für die Leute, die es nicht wissen, kann man ja schon weg. Und der W30 wurde eigentlich gekauft von, wie heißt denn die Firma? Ach man, wie ist es doch nicht, meine Freunde? Von Rostemesh. Nee, ich weiß den Namen, mir fällt mir da. Von Sapo. Irgendwie so habe ich sie dann zugekauft. Aber den Rest wieder von schon, die ist halt noch nicht mehr.
hergestellt oder zugekauft, wie auch immer. Dann bekommt man nur noch Gebrauch. Wenn du so sagst, kann ja die Maschinen, wo es einfach nicht mehr gibt, ich kann nicht mehr neu kaufen, also nur Gebrauch kaufen. Dann kann es ein älter ausmachen, weil es kaufe die dummen Arten wird nicht mehr hergestellt heutzutage. Nur von den Gebrauch, was es in der neuen nicht mehr gibt. So. Eigentlich schon cool. Ich weiß, cool ist das. War auch mit dem Mod noch. Schön, schön. So genau kommt es auch nicht drauf an. So, das kurz ein bisschen Blatt fahren, dass die Wildschweine nicht kommen. Hier das Rohr schon mal raus. Jo. Abfahrt. Guter Wege, da kommt er aus der Schweiz. Und ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich kaufe es am Livestream. Aebi. Gibt's da hier diesen Multi-Ding da? Hm? Ihr wisst schon, was ich meine. Fällt der Name nicht ein. Das ist eigentlich die bekannteste Marke für die Fahrzeuge. Und ich dachte, nee, das ist nicht so eine bekannte Marke. Stimmt nicht. Ich habe noch hier diesen Unitraco von Aebi oder sowas. Stimmt gar nicht. Das ist bekannte Marke oder größere Marke wie Lindner im Berggebiet. Haben die mal gesagt, oder habe ich auf den Seiten mehr gelesen. Also als Korrektur, was ich gesagt habe, Lindner ist eigentlich die bekannteste Marke. Nein, stimmt nicht. Ja, wir sind AE wieder. Es war natürlich ein Träumchen, wenn wir noch 30k wenigstens zusammenbekommen. Und das ist eine schöne glatte Zahl. Da brauchen wir halt über 4 Tonnen. Das ist aber über 4 Tonnen drin haben. Nee, aber nicht. Okay, schade. Schade, schade, Schokolade. Ring. Macht echt schon Spaß, diesen kleinen Flitzer herum zu düsen. Mit dem Düsenantrieb. Schade. Na ja, gut, man kann nicht alles im Leben haben. So, wollen wir den Kipper und den Schlepper wieder mit hoch zu unserem Hof. Eigentlich kann ich gleich hier mit runterfahren, weil wir brauchen den eh gleich, um das Zeugs abzuholen. Oder wir machen in dem Zeit mal einen Ausnahmezustand und kaufen uns nächstes Jahr, sage ich schon in Anführungsstrichen, den Ballenwagen. Fahren wir halt die Ballen so einzeln oben, das sind 2, wie so ein 3-Punkt-Ding von hinten dran. Hat ja schon relativ ganz okay geklappt eigentlich. Dann ist jetzt so machen wie bei dem Silo verdichten, dass ich einfach 10 Minuten oder 5 Minuten das zeige. Es wird dann auch in der Zeit langweilig, weil es dauert locker eine halbe Stunde. Wenn nicht schon länger. Mach das einfach auf Screen. Oder na, Timelapse geht ja auch. Das wäre ja auch nicht so das große The schlimme Thema, großes Thema.
Moin, Kühe, ja. Ja, Helga, ich bin doch schon. Warte mal, was haben wir denn? Hammer, 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 Hammer. Ich diene Futtermischer. Nee, ist ein. Lieber Gott. Ich glaube, ist das schon? Ich will jetzt das nicht riskieren. Leute, wir kaufen uns jetzt einfach den. Und weil das jetzt nicht klappt, jetzt kein Futter mit Schwang ist, dann ich einfach das Geld holen oder cheaten oder wie auch immer, wenn das nennen will. Weil dafür kann ich leider auch nichts. Jetzt gleich sehen wir den ankoppeln. Ob das ein Futterbeschwang ist, ja oder nein. Das war eine K80. Yo. Was mich ein bisschen wundert. Ja, kein Luftanschlüsse, aber dieser Bührer. Und eine Kabine, wo wir haben, der hat Luftanschlüsse. Das ist ja schon mal ganz wichtig. So. Wir schauen jetzt mal zum Händler. Bitte, 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 bitte. Bitte. Enttäusch mich nicht. Roland, enttäusch mich nicht. Er sieht. STRG XT. STRG, ST. Aha. Es sieht schlecht aus. Ist das jetzt wirklich einfach nur ein Ballen? Auflöser. Muss natürlich schon wieder nachschauen, wie viel ich mir dazu cheaten kann oder kaufen oder zu holen, wie auch immer das man schimpfen mag. Ich glaube 3000 noch oder so. Ne, 2000. Okay, wir müssen jetzt nochmal. Dann nehmen wir die. Wenn der jetzt auch nicht geht, dann habe ich keine Lust mehr. Aha. Jetzt sehen wir schon mal besser aus. So, aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ja, einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Euer Gaston TV. Yeah.